Schubladen in Gottes Reich. Funktioniert? Leute, ich war echt eine Zeit lang weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch kennt. Ich heiße Thorsten Lotzenfecker, wohne in Nord an der Aich oder sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau. Und zwar war ich jetzt 3 Jahre an einem sozialen, asozialen Jahr in Lampukistan unterwegs. Schmerzen ohne Grenzen. Und bin letztens wieder ins Internet gegangen und hab geguckt, was mein alter Kumpel der Leint so treibt im Internet. Mit meinem Kanal, den ich aufgebaut habe. Ich guck mir das an. Mir ist das Kotzen gekommen. Ich bin von allen Wolken wurde ich abgefickt irgendwie. Also es hat mich total auseinander zerberstet, sagt man doch heutzutage. Oder wie sagt man das in der Jugendsprache? Auf jeden Fall, Leute, ich kann mir den ganzen Scheiß... Vor 3 Jahren habe ich, oder 4 oder 5, lass es 5 sein, habe ich diesen scheiß Kanal aufgebaut. Ihr könnt euch die alten Videos angucken. Ich war im Zoo, ich habe in einem Studio einen Song aufgenommen. Guckt alle mal die alten Videos durch, ich tue euch die in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall komme ich auf diesen scheiß Kanal und ich sehe, der Leint macht nur Kacke. Verliert jeden Tag Abonnenten, kriegt nichts mehr auf die Reihe und zerstört total meinen Ruf. Wegen dir geht mein Ruf kaputt, nicht deiner. Zuerst einmal, wo bin ich hier überhaupt? Was ist das für ein Saftladen? Was soll das denn? Hat der Pisser Alben gemacht? Jetzt macht der Spackel auch noch Musik. Löwenkind. Du bist ein Schweinkind, aber kein Löwe. Hast du dir mal dein fettes Gesicht angeguckt? Löwenkind. Ich glaube, es wird... Ich schau mir mal an, was der da so für Songs gemacht hat. Montag. Wieso macht der Spacken einen Song über Montag? Der kann ausschlafen, wann er will. Was hat der mit Montag am Hut? Komm mit. Wohin? Deine Freundin hat dich doch eh verlassen da, die Extra-Dagi. Kein Wunder, bei dem Scheiß, den du hier anstellst, Musik, hast du nicht mal zugehört? Du hörst dich an wie ein 8-jähriges Mädchen, du Arschloch. Doppelkinn? Du Arschloch, machst einen Song über ein Doppelkinn? Hey, ich lieb mein Doppelkinn. Hey, ich lieb mein Doppelkinn. Hör mal, wer hat dir eigentlich in dein verficktes Scheißhirn gekackt? Ich muss mir jetzt erstmal den Scheiß hier anhören. Wie geht die Kacke auf, Alter? Nichts klappt hier. Aua! Löwenkind! Ist das ein Scheiß-Ernst? Also ganz ehrlich, ich überlege echt, ob ich nicht ein Diss-Track gegen den machen soll. Ich habe jetzt auch in meinem sozialen, asozialen Jahr bei Schmerzen ohne Grenzen in Lampukistan ab und zu mal ein paar Rap-Sessions hinter mir gehabt. Und wenn ihr wollt, dass ich gegen dieses verfickte Arschloch einen Diss-Track mache, dann lass 20.000 Daumen hoch und ich werd Lein zu dissen, Alter. Der, boah, ich muss mir erstmal die Jacke ausziehen. Mir ist so heiß hier. Guck mal, wie ich schwitze. Ich komme überhaupt nicht klar auf diesen Vollidioten. Außerdem habe ich gesehen, du hast einen Livestream bei Junau gemacht und dich besoffen. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Mein Ruf geht kaputt, Junge, nicht deiner. Du kannst so nicht dich mitten in Paris mit Alkohol vollschütten, einen Livestream machen. Und denken, du bist cool. Ich werd traurig, echt. Du warst mal ganz anders. Was ist das hier? Musik, Löwenkind, fick dein scheiß Löwenkind in den Arsch. Wieso geht er nicht? Spielt ja auch keine Rolle. Ich komm runter. Das ist eine Ansage gegen dich, Leint. In den letzten 3 Jahren, wo ich weg war, hast du meinen Kanal von oben bis unten zerstört. Irgendeine Scheiße mit... Boyfriend, Girlfriend, Tech. Dumme Fragen beantworten, die eh keinen interessieren. Musikvideos machen, wo ein Song Doppelkinn heißt. Hey, ich lieb mein Doppelkinn. Hey, ich lieb mein Doppelkinn. Der Song heißt Doppelkinn. Hör mal, von wem willst du Arschloch eigentlich ernst genommen werden, bitte, danke. Wenn ich dich sehe, mein Freund, was du mit meinem Kanal angestellt hast, das wirst du noch sehr hart bereuen. Hier werden jetzt ganz andere Sachen aufgezogen. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu beruhigen, Leint. Den Diss-Track, den bekommst du, wenn die Leute das wollen. Ich komm runter. Wir gucken mal, was in dieser verfickten Box drin ist. Glaub, mein Herz. Guck, was du anrichtest. Du bringst Menschen um mit deiner Scheiße. So, was haben wir hier drin? Ein Taschentuch. Zewa kann ich mir auch immer in einem Kaufland kaufen. 40 Euro willst du für ein Taschentuch haben? Wo komische Köpfe drauf sind, wo man nicht weiß, was das sein soll.
Einkaufsbeutel. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Du verkaufst den Leuten ein Taschentuch und einen Einkaufsbeutel aus dem Aldi für 40 Euro? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab darauf keinen Bock.